Getränk von der Herstellung. Gibt also hier ganz was weg, würde ich jetzt sagen. Schon gut Ackerfuchsschwanz drin, wenn ich so reingucke. Dann haben wir halt auf der Fläche halt auch Kett. Ja, die ist zum Futter. Darum geht es von der anderen Fläche Saatgetreide wieder. Ich dresche jetzt den letzten Rest noch weg. Der ist ja auch schon voll. Sieht man ja, denke ich. Das sind jetzt noch dreimal Fahrer oder so. Laufen wir immer rum, aber ich glaube, es läuft noch alles. Sieht so weit gut aus. Die Spreie habe ich jetzt nicht mehr reingeguckt, aber das ist das letzte Mal schon. Eigentlich bloß leere kommen. Gut, ich mache da auch was. Das ist auch schon wieder halb drei vorbei.
bin zufrieden. Schaube gut wie die Sau. Mal gucken, wenn wir heute noch was bringen.
wird. So, die letzten Bahnen sind aber ziemlich hart. Wie man sieht und hört, also ich muss da einer ziemlich langsam fahren und stark brutal winkt der Raps. Was ja gut ist, so wird es ja sich. Feuerwerkstyp ist inzwischen eben voll, also bloß 2,5 Fuß an der 3 Läden, weil inzwischen ist er 50 Fuß überladen und ja, ab Hilfe mit Kreide schaffen. Feuerwerkstyp, ich weiß gar nicht, ob ich das gestern Zeug getan, der ist auch randvoll. Der Kreide wird jetzt nicht ganz voll. Also wir hoffen, dass wir haben jetzt. Ziemlich schlimm, aber es war irgendwie das eine, die sitzt so dreckig. Da ist fast schon so ein Tank oben, also nach halb voll ist schon so. Nee, ich schon ein Tank oben, eine Vorhalte verkauft habe. Dreckig, der Tank ist da oben. Halb voll der Wagen, fast schon. Also ganz voll geht es nicht, aber vielleicht schon ein wenig was da oben. So, inzwischen haben wir unseren Raps schon weggefahren. Den haben wir nämlich direkt alle drei Wege geleert. Wir haben jetzt 3,8 Tonnen je Hektar gekriegt. Für das Jahr eigentlich gar nicht schlecht und für unsere Verhältnisse auch ziemlich gut eigentlich. Sind wir zufrieden. 6% Feuchtigkeit haben wir gehabt. Alles im Rahmen oder ist ja eigentlich fast schon zu trocken. Was ich noch sagen will, genau. 1,8% Dreck war drin, also im Korntank hat es ja schon ziemlich ausgesehen, aber 1,8% ist ja eigentlich it übermäßig, auch zufriedenstellend. Ja, Gerste haben wir auch weg, haben wir ja gesehen am Anfang, bloß Stroh noch nicht ganz, da hat es leicht nein tropfnet und nachher haben wir nicht gewusst, soll man noch pressen oder nicht, haben wir es dann lieber gelassen. Genau, im nächsten Video seht ihr noch das Heibe, wo wir gehäbet haben. Oder Heiber haben die ja schon gesehen, aber Ballen holen. Dann habe ich noch was aufgenommen gehabt nachts, aber weil wir jetzt nächste Woche nochmal was heiben, kann ich da nochmal Aufnahme von Presse machen. Dann haben die nämlich auch eine Aufnahme von Presse, also kommt nächste Woche erst der Teil 2 vom Heiber und deswegen zuerst Rapsdresche. Also, das war's von dem Video. Bis zum nächsten Mal.